So, Reim der Schriftgelehrten. Die Frau. Ich kann ein einziges Rezept in dem Buch erkennen, das sich allerdings eher wie ein Rätsel liest. Ich werde mit dem experimentieren müssen, was ich durch diese Reime in Erfahrung bringen kann. Mit Lebensessenz auf Papier ihr schreibt. Mit einem Teil von Rebellions Bewohnern ihr's zeigt. Mit dieser Magie straft ihr Verbrecher, straft ihr Verbrecher im Nu. Aus Fleisch werde Feder, gebt Hühnerfüße dazu. Okay, das haben wir schon. Okay, Echsenalbtraum, Rachefürstin. Da ist noch ein Gästebuch. Kann sich ja mal reinschreiben. Vom Elfenbaum das Holz ihr hackt, den Elfensamen hernach ihr knackt. Trinkt alles sodann im Blute der Trauben, eine Meisterwerkrune erscheint vor euren Augen. Schön, danke. Und hier steht für Troll, ganz was Neues. Haben wir alles schon, haben wir alles schon. Gut. Wenn wir immer dabei sind. Oh, Geister der Toten! Es werden ja immer mehr hier! Die stellen sich sogar in Reihe und kniet an, Nice. weil sie alle mit uns reden wollen. A single rage-wrought thought rolls from the dead lizard's spirit. Those magister bastards. Those magister bastards. You were a spy at the consulate when a source at the Paladins did Nice, Andreas. News of a magister black ring conspiracy. When the void woken come, you believe it is part of a dark Schön. Okay, wunderbar. Kannst du es nur mit oben drauf stellen? Zu hoch, da hoch. komme ich nicht hoch. Schade. Alles zu hoch, Mann. Ja, egal, schon was dahin. Gut, alles klar, Leute. Viel Spaß hier noch, alle zusammen. Das ist einfach nur eine Schriftrolle ohne was. Ohne Feuerlampe. Und ist auch noch tragbar. Oh, wie praktisch, meine. Ich habe uns mal kurz eine Lampe besorgt, die uns in der Nacht warm halten wird, falls mal wieder was kommt. Yay. Schön, dass diese Lampe, die einen warm hält, ein brennendes Haus steht. Ich meine, das macht halt Sinn. Hat übrigens null Gewicht. So. Muss ausreichen. So, Fane, mein Freund. Das heißt, Die Tür muss über. Ja? sobald wir das hier sehen, kommt erst machen wir erstmal einen Regen rein und sofort segnen. Ich glaube, Regen ist gar nicht mehr wichtig, aber ja. Okay. Segnen halt so Dann schnell wie halte es ich geht schon mal segnen letztendlich. bereit. Mach du die Tür auf. Du musst die Tür Ich aufmachen. hätte dich jetzt. Ich halt segnen bereit. Okay, dann so rum. Ja. Die ist abgeschlossen. Ah, das ergibt Sinn. Sie war abgeschlossen. So, deine. Got it. So, dann warten wir mal ganz kurz. Dann übrigens auch noch Quellenkugeln mit dabei. Stimmt, ja. Dann können wir noch ein bisschen was davon bekommen. Dann, das würde sich hier halt jetzt wirklich lohnen. Oh, ich habe Rauch vorm Gesicht, deswegen kann ich nicht so weit gucken. Ja. Ah! Warte, ich komme aber. Bin nicht ganz ran. Gut. Welches machst du? Das da. Gut. Dann nehme ich das da links. Das direkt neben dem Ölfass. Hier oben fällt dann noch. Ah, belastend. Hier Was? oben fällt dann noch. Nimmst du oben, dann gehe ich nach rechts. Okay. Scheiße. Oh, da ist er gespawnt. Okay. Alle im Kampf? Ja, So. schade. Ich könnte jetzt instant da hochrennen und segnen. Oh, die sind auch links gerade gespawnt. Ah, da ist noch einer. Okay, jetzt sind alle Gegner da. Wir haben drei Dinger von dem Zeug. Das Problem ist, dass die halt immer wieder neue davon spawnen. Oben segnen auf jeden Fall, weil das mehr als einmal zum Wiederbeleben gilt. Und außerdem, das sind die dauerhaften. Bei den anderen, die vergehen wir wenigstens nach 2 Runden. Genau, ja. Habt ihr noch Teleport? Damit geht der Kampf easy. Ja, Andreas hat ein bisschen Teleport. Ich habe ein bisschen Land-Teleportierzeug. Ich könnte tatsächlich den Boden einfach raus teleportieren. Und dann machen wir die Tür zu. Jetzt wäre eine Option, ja. Aber die machen halt auch noch Neues. Weil die Typen halt auch schießen, müssen wir die halt auch mit aufhalten. Ich würde wahrscheinlich einfach erstmal hier hochgehen, den Typen umklatschen, dann nimmt er das Nekrofeuer und dann klatscht die nächste Runde nochmal um. Okay, klingt gut. Und wenn ich da hochkomme, kann ich auch besser schießen.
Die Typen einfach hoch auf den Vorsprung. Die können nicht runter. Das macht voll Sinn. Das heißt, soll er gar nicht hoch? Ich will aber auch hoch. Ne, wir machen das mit Brute Force. Okay, tief frieren. Wir können das jetzt sinnvoll machen. Oder... Oh, der wird nicht getief frieren. Schade. Ja, Nico. Der Fantastischer Rückzug. Ja, aber nicht, wenn er untot ist. Also wenn er gestorben ist. Wenn er nur diese wappernde Ding ist, was jetzt links und rechts sich bewegt. Das ergibt Sinn. Genau, deswegen einfach oben hinstellen und da oben dann halt töten. Das Feuer breitet sich auch, wird auch weiter verflucht, wenn... Er wird auch zu verfluchtem Feuer, wenn daneben verfluchtes Feuer ist. Es kann sein, dass er einfach nur einen verfluchten Pfeil geschossen hat, da habe ich nicht aufgepasst. Nee, der hat einen normalen Pfeil geschossen. Laut. Okay. Ich kann nochmal das Log anschauen, aber... Es gibt ein Log? Wo? Wie? Hä? Unten rechts, Logbuch. Oh. Feuerpfeil, ja. Das ist ein normaler Feuerpfeil. Interesting. Okay, du bist dran. Das dauert aber auch nur 2 Runden dann. Ja. Das ist tatsächlich. Ja, also ich will nach oben, weil ich da besser schießen kann. Also ich mache den neben dir möglichst tot. Du kannst den unten, weil da hast du bessere Schuss. Und der kommt auch nicht wieder. Da habe ich wesentlich mehr Damage, ja. Der kommt auch nicht wieder. Wenn der jetzt stirbt, dann kommt er nicht wieder. Der kann nach ganz hinten gehen. Wohin? Am anderen Ende des Raumes. Oh, da ist noch mehr! Wenn er bis dahin mein Gott! Geht, dann ist das auch erstmal okay. Aber ich glaube nicht, dass er bis dahin da geht. Er braucht nämlich 2 Runden, um wieder zurückzukommen. Ist ja ein bisschen lächerlich. Aber probieren wir es. Ja, auf jeden Fall. Probieren geht über Studieren. Ja, okay. Bester Schuss ist halt relativ wasted auf den gerade. Das heißt, ich könnte sie einfach einen Wasserschuss machen. Ja, sollte ja durch die Höhe auch noch mit verbessert werden. Ich könnte einfach ein bisschen eine Ding auf den Alternativ schießen. Könntest du auch das Ding segnen, wenn du noch Segnen abpasst. Ich habe bei ihm kein Segnen drin. Ich könnte den Wasserfall einfach damit rein. Wobei, anders. Ich habe doch hier die Option, dass er auf jeden Fall erstmal, egal was er macht, nicht mehr drankommt. So. Fangen wir damit an und dann halte ich mir den Rest frei, um einfach erstmal drauf zu schießen. Exakt. Wunderbar. Du machst einmal drüber. Okay. Das ist nur ein normaler Feuerfall. Das ist okay. Gute Idee, sie schießt einfach Feuer auf sich selbst, um dich zu heilen. Blitzerstaub auf Tamira, weil fuck you Tamira. Weil er es halt kann. Diesen Typen, ja genau, hatten wir schon gelesen. So, ich könnte jemanden rumteleportieren. Du könntest den theoretisch jetzt mit nach oben nehmen. Dann könnten wir den dann töten und dann hätten wir halt das Feuer da oben nur als einzige Option. Aber es sind halt trotzdem 3, deswegen bringt das noch nicht, weil die halt einfach wieder runterspringen können mit Tatsache. Okay, dann würde ich erstmal den Typen vor mir jetzt erstmal umboxen. Genau, dann haben wir einen weniger, der muss, wie wir schon gesagt haben, einfach nach hinten abhauen oder geht die Treppe. Kann er nicht. Ja. Muss nach hinten abhauen. Genau. Das sollte reichen. Solange die gut genug ist zu treffen, die Knochenspinne. 86% Chance, I guess. Ich weiß. Okay. Was machst du, hä? Okay, hat getroffen. Sehr schön. Weil des verfluchten Feuers. So, ein Spacko! Fein, kann der das verfluchte Feuer hier gleich wieder ausmachen? Du fucking Mistkerl! Ich habe gesagt, nein! So. Jetzt, wo wir das geklärt haben, komme ich erstmal zu dir. Ich komme nicht hoch genug. Da ist okay. Hi. Halten einfach sie sieht, I guess. Ich komm nicht ran. Wegen der Säule vor meinem Gesicht. Stell ich mich direkt daneben. Hi. Zum Millionenpunkt wahrscheinlich kann mich totstellen. Kann ich nur mal verfluchen, vielleicht hilft das ja.
Und ich stelle eine scheiß Leiche ins Gesicht. Yay. Du Lobsack, du. Warte. Geh noch ein bisschen wieder zurück. Jetzt wurde gerade gewaltig nochmal heller bei mir alles. Ja, wenn du das Feuer gesummt bist, wahrscheinlich. Nee. Boom! Also. Ja, das ist weit genug weg. Sehr gut. Wait. Aber wir haben. Nee, er ist hochgegangen. What? Und er kann doch nach oben. Er kann doch nach oben, wie es aussieht. Wir wurden gebaitet. Wir wurden hart gebaitet. Aber ist okay. Da ist jetzt nur noch einmal da oben was. Dann muss es sowieso weg. Und wenn du jetzt den hinteren wegbekommst, wäre das sehr, sehr geil. Was? Au. Ja, ja, ach fuck, weil das Nekrofeuer, das hat das Wasser unter ihm zu Dampf gemacht. Aber danke für den Schaden. Sorry. Nee, ist okay. Damit jetzt auch nicht klarkommen, wie ich schon gemerkt habe. Okay, sehr schön. Ich könnte dich halt heilen. Das bringt ja nichts. Ja, ich bin halt voll. Da ist es, das passt schon. Deswegen, ja. Du könntest ihn heilen. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Dann machen wir das so. Boing. Flutsch! Nice, der Crit heil. Das Crit hier ist so krank. Ins Gesicht. Okay, dann könntest du nicht streiten. Wer von euch kriegt das Feuer? Niemand! Oh, ich habe den Typen geheilt. I'm sorry. Den vielleicht auch umboxen, wenn du kannst. Ich komme nicht so weit, weil ich auf derselben Höhe stehe. Scheiße. Mit Hochspringen, Schuss vielleicht, aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Wie nervig das ist auf einer Tierlist von Juckreiz bis Fußpilz. Ja. Ich glaube, wir sollten dann auch einfach mal zurückgehen und uns kurz... Fuck, ich Idiot. Nee, passt, alles gut. Ja, zurückgehen und... Und uns Schmarrn holen. Ja, auf jeden Fall. nice. Fucking damn it. Okay, aber. Hast du gerade segnen? Ah, es ist das dritte Mal, dass wir diese Feuerquelle da segnen. Yes. And you fucking asshole! Stop with this shit! Hat er eigentlich wirklich seinen Glitzerstaub in die Säule geschossen oder hatte ich die falsche Perspektive? Ich glaube, er ist reingeschossen. Er ist richtig. Sehr gut. Es ist gut, dass der NPC da auch ein paar Probleme mit dem Anzeigen hat und nicht nur wir. Hello. It's me. It's a Spinne. I'm back. Welcome from the other side. Ey, du! Halt mal kurz! Scheiße, Weg ist unterbrochen. Was? Wie ich direkt davor stehe? So, kannst du das einfach drüber werfen? Scheiße, ist zu niedrig. Mein Schnittbart übrigens inzwischen 1300 Schaden. Okay, nice. Aber ich komme nicht ran, um es einzusetzen. Ja, dann muss man halt. Ich meine, es sollte kein verfluchtes Feuer mehr irgendwo groß in der Nähe sein. Dann laufe ich halt runter und bin nächste Runde dann da, ne? Völlig entspannt. Ja, der hat trotzdem noch die Heilung auf dem Kopf. Das will ich. Die Bits sind weg. Ja. Jupp, sehr gut. Das hat es geklappt. So, nur noch der da. Wo man so rankommst, wenn ich nochmal sein eigenes Mikrofeuer spawnen kann. Aber das heißt, das ist wirklich nicht die Aussage, wenn gar kein Feuer mehr da ist, sondern wenn es außerhalb der Range von einer Bewegung ist. Ja, wunderbar. Das ist ja überhaupt nicht nervig. Oh. Völlig entspannt. Erstmal 5 da mit rein. Was? Er hat Charme bekommen. Egal. So, du gehst looten, ich geh weiter gucken. Erstmal zurück. Ja, vor allen Dingen, weil da scheinbar noch sehr, sehr viel mehr kommt, wenn wir jetzt hier weitergehen. Yes, deswegen. Nein, du gehst nicht einfach weiter. Aber wieso denn nicht? Ja, gut. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder irgendwas da unten drin passiert ist oder mehr Leute gekommen sind oder ähnliches. Okay.
find's toll, dass zum Beispiel Dampf auch einfach ewig bleibt. Hat das nicht irgendwann abgezogen? Das ist jetzt genügend Pfeile des verfluchten Feuers. Stimmt, die sind nur bei mir auf der anderen Seite, deswegen sehe ich die nie. Aber ich kann ja mal so einen Pfeil auf die Typen schießen, mal sehen, was passiert. Was erwartest du, was passiert? Mehr Feuer! Wenn du den Kampf einfach länger gehen lassen möchtest. Fucking Brandlöschkommando hier. Wäre übrigens geil, wenn wir einfach so einen so ein Quellending auch überall mal oder anders in den Wegpunkt direkt neben so ein Quellending haben würden. Yes. Oder als einfach die Rachefürste verschieben könnten. Kann ich das aufnehmen? Gott. Warte. Ich kann es noch verwenden. Schade. Aber ja, so ein Ding auf der Rachefürste wäre super. Kacke, wieso geht das? Warte, kann ich das kombinieren? Ich kann es ja auch nicht kombinieren. Man kann ja nicht mehr so einen Quellentrunk, keine Ahnung, in ein Fass reinmachen oder so. Das wäre halt auch ein bisschen OP. Aber es wäre sinnvoll. Oder was weiß ich, eine Schale oder so. Ich habe doch das Zeug extra dafür mitgenommen, falls man mal eine Schale braucht. Ich habe literally 3 Eimer dabei. Ich habe eine Holzkiste, wo wir es reinfüllen könnten. Ich glaube, Holzkiste ist irgendwie für eine Flüssigkeit ungünstig. In der Holzkiste war Todesnebel drin. Das ist ein Argument. Sie sollte auch die Flüssigkeit halten können, bitte. Ah, dammit. Aber ja, okay, dann. Hast halt recht, es wäre ein bisschen OP, daher. Aber nevertheless, wenn man halt solche OP-Optionen im Spiel einführt, ich meine, das kennt man ja von Pen and Paper, dann ist es halt auch nur sinnvoll, das auch weitergehend zu erlauben. Ja. Aber naja, gut. Nein. Naja, doch. Mein Gott, da ist noch so viel Nekrofeuer. Ach, nicht tun. Okay, also mein Segnen ist... Warte, ich gebe, glaube ich, doch erstmal beiden Segnen. Ja. Bitte. Das kann der Querschläger raus. Dann darf da Segnen mit dazu. Das ist eigentlich useless. Boah. Gut, ist das tiltend? Du musst halt nur schlau mitdenken. Ich find's eigentlich immer noch dezent witzig. Also es gibt bessere Sachen auf jeden Fall, aber es ist mal was Besonderes. Mhm. Du hast übrigens Fane vergessen. Oder weiter? Hab ich eigentlich nicht. Warum ist es so verspätet? Wie jetzt? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich bin ich mit Oderstoß. Ah, ich habe während des Laufens gewechselt. Ah, okay. Das sah nur sehr seltsam aus. Okay, gut. Dann sorry. Ja, Pain humpelt irgendwie gerade komisch hinterher. Egal, F5. Wir sind alle wieder voll. Yes. Warte, ich mach direkt, sobald ich was sehe. Range reicht noch nicht. Das reicht. Okay, dann haben wir den da. Wunderschön, der nächste kommt direkt dahinter. Nach oben ging es nicht weiter, ne? Nur mit durch teleportieren oder springen. Deswegen, wir reinigen jetzt erstmal den Bereich hier. Hier wird wahrscheinlich nochmal ein Kampf kommen. Ich habe den Ping nicht gesehen, aber ja. In die Richtung halt. Wir öffnen noch nicht die Tür. Ja, genau, habe ich auch gerade überlegt. Da werden die bestimmt drin sein. Pass auf, dass auf jeden wenigstens noch einmal. Das war auch gerade so meine Überlegung. Okay, willst du dann die nächsten machen? Ja. Komm doch nicht runter. Schau ich mal von hier aus. Nios klappt auch nicht wirklich. So ein bisschen nach vorne gehen. Okay, noch kein Kampf. Also ich komme links unten hin. Links unten würde ich auch. Dann mach du links unten erstmal. Gut, dann machen wir den erstmal. Habe ich. Komme ich dann nirgendwo sonst jetzt raus hin. Okay, ich will auch noch nicht einen Schritt rein. Okay, dann sei halt mutig. Habe ich. Gut, dann gehe ich nochmal schon nach vorne, dann sollte ich eigentlich schon... Das letzte mit. Ah, komm ich nicht. Ich mache noch weiter nach vorne. Na, ist direkt eine verkohlte Echse drin. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist.
Ob da noch was kommt. Kommt man eh nicht hoch. Aber da ist eine Echse, da muss man hinkommen können. Also. Ja, erst dann durch teleportieren. Hm, gut, ich will jetzt von hier an. Okay, gut, nevermind. Gut, aber ja, war nichts da. Aber ist okay. You save, better safe than sorry, dann laufen wir halt nochmal dort hinter. Ist halt nervig, aber. Ja, wir können jetzt erstmal hier in Ruhe. Und wir wissen ja auch noch nicht, was in dem Ding drin ist. Hm. Und die können uns immer noch von hinten erwarten. Die sind ja auch vorhin einfach nur gespawnt. Also. Ja, deswegen. Better safe than sorry in dem Fall. Auf jeden Fall. So, hyperkohlte Echse, du hast doch mal nicht ein fitness Amulett, ab zur Rache fürst und Geld! So, geht's hier einfach nur rund. Ah, nice, Truhe! Nicht erreichbar. Du rechnest wohl nicht mit meinem Volk. Ist die abgeschlossen? Ne, sind nicht. Gott. Komm schon, gib mir das Highwell Blut! Ich kann es doch schon riechen! Und das aus, das weiß mal vor, Andreas! Hey! Oh, hier war eine Ranke daneben. Nice. So, haben wir. Schlüssel zum Drachen habe ich gefunden. Hier ist gar nichts. Die Türen führen einfach nur dahinter. Also ich bin jetzt auf der anderen Seite der Türen. Okay. Und der ganz unteren Zack. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alles geklärt. Sure, dass nicht im Garten selbst das Schlimmste war. Ich war gerade im Garten. Da hat mich ein bisschen angegriffen. Ganz hinten im Garten? Nicht ganz hinten. Aber zumindest ist im Garten kein Feuer mehr. Okay. Das war die Aussage mit der Garten ist intakt. Wir haben noch das Bildnis von Zost. Ah! Nice! Lass mich mal da hingehen. Nicht, dass du mich aufhalten könntest irgendwie. Kann ich. Ja. Aber, was vielleicht noch nett gewesen wäre, wenn du mich da drauf teleportiert hättest, das hatte ich fast noch erwartet, aber... Ist okay, ist okay. Tote Echse. Oh, sind hier noch irgendwie Leute, die ich wegzutschen muss, darf, sollte. Ah, fuck, da links, wo ich drauf war, war einer. Okay, hi. Nice. Okay, das nix. Gut, dann. Hi, meine Liebe. Was gibt's bei dir Neues? Wie geht's, wie steht's? Bei dir nicht mehr? Wie hat's so gebrannt? The Voidwoken are attacking. The Dreamers are escaping and she is burning alive. Handelsstrecken. Jo, was gibt's Neues? Also wollen wir jetzt echt... Wollen wir jetzt echt nicht zurückgehen und nochmal auffrischen? Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Also ich meine, Aufbrüche ist immer gut für mehr Angriffe, Quellendinger und so. Gut, sieht aber echt nicht so aus, als würden hier gerade noch random Großfeuer spawnen. Ja genau, das, deswegen, ich denke nicht, dass es nötig ist. Wir können vorher einen F5 reinhauen. Ja, sowieso. Und dann kannst du auch machen. Öffnet die Tore! Guck mal, ein Fane steht da. Fane steht nicht da. Wieso ist, wo ist Fane hingerannt? Also, er steht da. Okay. Alles gut. So, links ist übrigens auch nochmal Wasser, wo wir lang gehen können. Oder da war ich, glaube ich, schon. Ja, da war ich schon. Nein, war ich nicht. Bedürfnis, dieses Wasser hier zu segnen in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wieso. Mach einfach mal. Ah! Das ist doch, Oblivion. Portal der Träume. Ja, das ist doch das Ding, das sieht genauso aus wie bei dem Dämon, wo wir waren. Ja. Okay. Macht doch Sinn, halbwegs Sinn mit dem Haus der Träume. Hier waren Attentäter. The fuck has happened hier? Erstmal looten. Auf jeden Fall. Sieht alles sehr, sehr witzig aus. Und wichtig vor allen Dingen. Das heißt, um ist ein Silberpokal. Ich gehe mal wieder die weit entfernteren Dinger holen. Das müsste ja dann eigentlich irgendwo hier mir die Option geben, runterzuspringen. What? I found something? Ah! Das macht natürlich wesentlich leichter. Ich überlege, wie ich wieder hochkommen soll. Eine Blutspur. Okay, alles klar. Ein Schwert, was vielleicht für Fane relevant ist. Okay, die wollte ich verstehen. Leiche von Zahn Day. Brief der Botschaft.
Sunday, ich schwöre die Augen des Bösen auf uns. Jede Nacht träume ich dasselbe. Das imperiale Konsultat brennt. Was? Und in den Flammen sehe ich Echsenleichen. Wenn das Konsultat fällt, müsst ihr bereit sein. Verteut? Verteut am Flussufer unter der westlichen Klippe ein Boot. Nehmt so viele heilige Artefakte, wie ihr tragen könnt, mit zum Wasser. Ja, auch diese Ketzerei des Verschlingers. Woo! Got it. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Rüstung mit so großer Macht in die falschen Hände gerät. Ahaha, meine Hände kommen mir näher. Sehr, sehr schön. Warte, ich nehme mal ganz kurz den Brief mit. Das Boot habe ich doch gerade noch gesehen. Ja. Und das Herz des Verschlingers hat 3 leere Plätze. Was? Nice. Emerge from the heart of this breastplate. Looking into the open mouth is dizzying. Ash and a warm red mist surround you. A memory flashes and you're far from home. The city has no lizard. Save the building in front of you. Seeing a piece of your heritage is grounding. Heat envelops you from head to toe as a guttural voice rumbles in your ear. It snuffs out the memory with its first breath. I see you. And inside you is the keine Ahnung, ob du das hier willst. Hätte ich nicht fertig gegeben, okay. Scheiße. Ich bin eh schon überladen. Fragen, wem die Stimme gehört. Weiter zuhören. Zu erfahren, verlangen, wem diese Erinnerungen gehört haben. Ja, Frau nochmal. You must yourself worthy of such answers. Find the place where the dreamer discovered her people. I will draw strength from there to speak again. Okay, wir sollen den Ort finden, an dem die Träumerin ihr Volk entdeckt hat. That longing reemerges with twice the strength. You need that beam of hope, an anchor to home. As the feeling dissipates, a cold sensation slips down your spine. Something otherworldly lingers behind you. Okay, neuer Geist hinter mir. Meine Followerschaft wird größer. Yay, da ist ein neuer Geist der Träumerin. Hi. Schön, dich kennenzulernen. A lizard in ritualistic garb keeps her vigil. Her eyes flicker upward to meet yours. Gut, ich habe dabei irgendeinen komischen OP-Sperber gefunden. Bisschen nutzlos für uns. Ich habe euch immer und immer wieder gesehen im Traum der Ewigkeit. In diesem Moment steht ihr. Okay, ja. Speak of horrors too. Dragon's teeth. The roar of fire. They destroy any lizards who seek refuge. Wo musst du denn hin? Single facet of the ancient empire, yet far from its majesty. I must see it for myself. Take me to the place that consumes my dreams. Then the truth will become clear. Okay, alles klar. Alles klar? Welcher Teil davon ist klar? Der Geist der Träumerin hat uns gebeten, sie an ihren Ort der Sehnsucht zu bringen, zu einer Enklave der Echsen in Arx. Okay, zu dem hier, wo wir jetzt gerade sind. Kann sein, weiß ich nicht. Also hätte ich halt gedacht, dass das einfach da das Portal ist, wo wir reingehen sollen. Wie gesagt, das ist ein Dämonenportal. Zu mir redet die ganze Zeit ein Dämon. Ja. Daher, klingt sinnvoll. Wie habe ich jetzt schon wieder zu viel Gewicht hier? 4. Okay. Eine Voodoo-Puppe. Geht an Fane. 5 Muscheln. Gehen an Fane. Auf das Buch zum Bogen schießen. Warte, das behalte ich mal. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Guck mal, Dietrich habe ich für dich geholt. Gefallener Sucher geht an Fane. Das war das. Das reicht immer nicht für ein Kilo. Ach du Kacke. Ah, ich habe einen ganzen Stamm bei mir. Nochmal ein halber Kilo. Ich Stamm größer vorgestellt. Pizza. Kann ich nicht auch irgendwann mal essen? Die sollten langsam doch eher schlecht geworden sein. Komischer Trank. Honigglas. Noch mehr Bücher. Lasst mich doch endlich wieder laufen! Fertigkeitsbücher. Okay, ein Kilo noch. So, das geht rüber.
Es geht rüber. Jawohl, dankeschön. So, neuer Loop. Verschlossen. Andreas! Ah, wie komme ich da runter? Ich kann das halt gar nicht. Wie komme ich da runter? Einfach nur ganz links am Rand lang laufen. So, wir müssen zur Werkstatt und wir müssen da drüben hin. Seenband? Ach. Kannst auch einfach da, wo du jetzt. Ach so, okay. Was? Wo kommt man lang? Hier ganz links aus. Ah. Wenn du dem Blut folgst. Hier ist wieder so ein roter Baum wie bei Dämonen. Ah, warte. Wir haben gerade die Verschlingerrüstung. Okay. I see. Ich nehme an, das hast du schon alles hier. Hier ist noch was. Ah, du hast. I'm impressed, Andreas. Du hast doch das Kaltversteck genommen. Yes. Ich habe auch sogar noch dahinter bin ich runtergegangen, hab das andere Teil mitgenommen. Den komischen Speer da. Gut, dann vertraue ich dir, dass das hier alles weg ist. Alles klar. Da ist nichts mehr. Da war ich schon. Also, ja. Gut, dann auf zum Portal, I guess. Ort der Sehnsucht. Noch nicht ins Portal? Wieso nicht? Weil das Ding als Ort der Sehnsucht markiert ist. Alles klar. Danke für den Hinweis. Ich komme nochmal kurz. Oh. Nice. Sadness grips you at the sight of the ruined lizard consulate. So much has been lost. The sky burns red and ash falls at your feet. Ruin to ruin. Her people were severed in twain. No matter her visions. A dream of peace would never come true. I said it would be so. Okay. Überredungsstärke. Du vertraust der Stimme nicht. Gegen die Vision ankämpfen. Ich habe keine Stärke. Frage, wem diese Erinnerung gehört. Komm, lass mal einfach zuhören. Wrap around your chest and squeeze. With your ribs about to shatter, an orb of pure energy appears in your palm. I am the Devourer. Oh! Troche! The skies of Rivelon. Endlich, mein Gott, der halbwegs interessant ist. Jawoll! Und ich bin sein Champion! Okay. 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 Fehlt ihr euch dorthin zu bringen, wo mein Geist ruht? Something heavy cuts through the air, like the whip of a gigantic tail. The vision ends, but a cold presence stands behind. Okay, gut, das heißt. Ach, der nächste! Geistessicht! So, wer ist neu? Ich glaube, wir müssen einfach mit dem Geist des Traumes nochmal reden. Ja, glaube ich auch. Hi. A lizard in heavy ritual garb stands before you, awaiting your attention. The fractured empire. I thank you for showing me what remains. The cruelty of my kin must be undone. Ja, Schlinger brauche ich. Fragen, welche Grausamkeit du ungeschehen machen sollst. Fragen, wie die Träumerin hergekommen ist. Ja, ich hab. Du bist mir egal, der Verschlinger braucht dich. He needs you to do this wicked work for him. The power of another spirit is easy to grant, when taken without consent. We can find the Devourer together. I can walk the path to his dream. Okay. So you may confront him and free us all. But until wir können also jetzt gegen Drachen kämpfen. You will be locked in the Hall of Echoes. I am not strong enough to free you alone. The other spirits watch you, wary and unable to hide their interest. Welche anderen Geister? Ach ja, alle. So, wir sind wirklich im Gespräch mit drin. Cool. Will you confront the Devourer and set us free? Verkünden, dass du bereit bist, den Traum zu betreten. Verstehen, den Traum zu betreten, aber anmerken, dass du dich noch für keine Seite entschieden hast. Ja, sagen wir, wir haben uns noch nicht für eine Seite entschieden. Würde ich auch sagen. Ich will fragen, was der Drache von uns will. Exakt, weil ich finde den schon ganz geil. So ein Drache ist einfach grundsätzlich geil. Und wenn er die Welt nicht will, ist auch okay. Er ist ein Drache. I pray that seeing the Devourer's true form is enough. Das ist ein Drache. Wie ich gehe davon aus, er sieht aus wie ein Drache. Surprise, surprise. Also, alles andere würde mich jetzt überraschen. The Devourer rules his
dream and will trap us there until he is defeated. Okay. Wir sagen, dass du bereit bist, sagen, dass du mehr Zeit. Ich bin bereit, wa? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit! Dragon's dream. Okay. Gut, dann hab ich Gott. Have no fear. I will shepherd us all to the dream. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Handwerksmeister, einen Archäologen und eine Träumerin. Und Sir Lorax! Exakt. Sir Lorax ist unser Hand! wobei der nicht im Gespräch ist, dem ist das relativ egal gerade. Also die Frage ist, hätte Fanatiker noch mit da, ob das auch noch mitgehen würde, ob wir vier reinkriegen würden. Okay, gut. Okay. So, neuer Gott! Alles klar, Dragon Gott, lass mich vorlaufen, ich will mit ihm reden. Ja, klar. Okay, da ist der Fanatiker. Jawoll! Wahnsinn. Der klingt eigentlich wie unser Gott, wa? Ja, jetzt noch. Okay, ich gehe mal unten an ihn ran. So, hi! Ah, oh, da bist du! Earthquake, the Devourer descends. Oh. The dragon's okay. Bulky skull has empty eye sockets, but you can still feel the weight of the Devourer's gaze trying to force you to kneel. What shape do you have to take now? Have you come to claim the true power of the armor, my pristine essence? Every spirit bound to the armor appears, the dreamer first among them. She turns to you, alert and aglow. This is your chance to free us. Do not bow to the great deceiver. What a magnificent creature! To bathe in your splendor inspires sure. me. If only the Empress was here. Sind wirklich alle da? Ich dachte, es wäre ein Bug, dass die uns alle folgen. He's been sleeping here for centuries, hasn't he? This is what the Empress really wanted to dig up. Interesting. Will you sacrifice the power you deserve to save these fractured spirits? They are mere fuel. Devour. Sag erst mal, dass wir mehr über ihn erfahren wollen. Wer bist denn du überhaupt? Ja, dass du mehr über den Verschlinger erfahren willst. Nach deiner Waffe greifen, du bist hier, um die Beste in den Chaos zu machen, die geilste Verschlinger, während er Drache zusieht. Irgendwer bist du eigentlich. Starving, scarring light, pulling you in. Hallo, ich bin Peter. Rudy, mein Name. Once you had no match in Rivalon's skies. You ruled over your lessers until age ravaged you into obscurity. Your bones were lost for eons. Then mortal miners unearthed you, and a mad artisan forged your remains into armor. Ein verrückter Handwerkerin. Wer das wohl war? Armor anchored your spirit. You channeled your power into the Lizard Empress, but she was cut down. Now you need a new champion, one that will set the world ablaze. Woo! Warte, was war das? Ich bin gerade dabei, meine Dinge wieder neu zu ordnen. Wow, ungünstiger Zeitpunkt. Also jetzt brauchst du einen neuen Champion. Einen, der die Welt in Brand stecken wird. Oh. Das heißt, sie fragen explizit nach mir? Ja, die fragen explizit nach uns, / dir. Come on, bitte, lass der Champion werden. Aber dann müssen wir die Seelen von den Leuten fressen. Ja. Aber es sind ja noch fünf. Also von mir aus können wir auch die Guten sein und den Drachen bekämpfen. Von mir aus, Aufsteiger, Ausdauer, cool. Aber, ich finde, Dämonen sind zutiefst missverstandene Wesen. Und ich hätte schon sehr gerne... Ne? Darf ich? Ach, Menno, ich wollte kein Arschloch sein. Ja, nur so ein bisschen. Du kannst ja weiterhin gut bleiben. Aber, ne? Ich bin 11. Jede Option, die zweite Option, die ich habe, ist ein Arschloch sein. Plus jede 1,5, weil ich noch nah dazu bin. Sei der Drache, die wollen exakt euch Seelen fressen. Gucke mal. Your friend redet mir schon mal gut zu. I don't like it. Ich mach erstmal 5.
komm schon, wir müssen ja dann gar nicht so böse agieren. Wir können ja später, wenn uns nicht gefällt, was er uns ein bisschen immer noch umbringt. Das fühlt sich nur einfach wie die leichte Art an, jetzt hier rauszukommen. Komm, wir töten die armen kleinen Seelen hier. Okay, dann. Was heißt denn die leichte Art? Wir werden Champion eines Drachen. Dann mach's halt. Ah, oh, dankeschön. Nein. Yes! Sends a ripple of heat through the dream. That fire is okay. Soon to be yours. Do you hear the beauty of the dragon's song? This is the majesty my empress held okay. In her heart. Die Wahnsinnige, Lord Wahnsinn. Pray, my champion. Ja, natürlich. Then I shall guard you until Rivellon herself unravels. Energy pours into your body, scalding hot. As you burn, it forges a new strength inside you. My champion, feast. Now our fates shall forever be entwined. The dreamer's essence fades away, her deep sorrow lingering until the very end. We are free. The world plunges into darkness, and the last thing you hear is the dragon moving towards you. Ja. Okay. Ich habe Durchhaltevermögen bekommen. Cool, I guess. Was hat's jetzt gebracht, nur Durchhaltevermögen? Ich weiß es nicht, warte mal. Hab ich Tierfreund, Wunderkind. Okay. Ich nehme halt einmal an, dass die Rüstung halt jetzt komplett ist. Da hat es mir nichts gebracht bei Kennzeichen. Die Rüstung, okay, das ist nichts Besonderes. Auch wenn du nach unten scrollst. Ja, das, ich habe immer noch Namen: Müßiger, Zwergenfreund, Held, Elfenfreund, Monster, Schlechter, was wir vorher irgendwo bekommen haben müssen. Ja, genau wegen den. Da habe ich nichts Besonderes. Ich habe aber ziemlich sicher jetzt die Rüstung halt komplett letzten Endes. Dass ich die halt anziehen kann. Deswegen. Da war ein Big Bad Dragon und wir haben ihn nicht geboxt. Also erstmal würde ich dir grundsätzlich sehr, sehr gerne und komplett widersprechen. Aber, und das jetzt kommt das große, sehr, sehr große Aber. Die große Vorteil dieser Sache wäre gewesen, dass ich jetzt die komplette Rüstung anziehen kann. Ja. Die Kraft des Verschlingers pulsiert durch diese Rüstung, erhöht ihre Schub auf 20. Nachher kann ein Gewaltrausch kanalisieren, der sich aus der Lebenskraft der Gegner nähert. Schlaf des Verschlingers als Fähigkeit. Ich würde jetzt, warte mal. Ich würde das einmal kurz anziehen. Das ist eine Fane-Rüstung, oder? Das ist wenn dann eine Fane-Rüstung, ja. Eminenz des Verschlingers. Mit der Kontaminierung. Kannst du mal durchschauen, ob du irgendwelche Verschlinger-Dinger hast? Verschlinger-Dinger. Maske. Das muss ja theoretisch sortieren nach Typ. Teleportation, Kontaminierung. Zu ran. Schritte des Verschlingers. So. Das ist zum Erforschen. Also eigentlich alles Verschlinger habe ich dir gegeben immer. Morphin. Wir müssen ja jetzt alles haben, sonst hätte das nicht getriggert. Da das Maul des Verschlingers. So. Das 4 von 5. Es kann halt sein, dass wir einfach das letzte bisschen, das eins tatsächlich noch fehlt, was im Fuck, wie heißt das? Auf dieser in irgendeiner Insel oder irgendwo stand noch eins in unserem Buch mit drin, wo wir es halt nicht hatten. Oder wo ich der Meinung war, wir hatten es nicht. In Camps Character gab es eins. Ja, das haben wir schon. Es müsste halt wahrscheinlich noch der Gürtel sein des Verschlingers oder so. Aus Verschlingers. Come on. Das steht auch als abgeschlossen da jetzt. Genau. I guess die Verzehren, die an der Rüstung des Verschlingers gebunden waren, ihre Macht ist jetzt unser. Wir hatten nämlich diesen einen Fanatiker tatsächlich, glaube ich, nicht. Der da auch mit rumstand. Steht ja auch nicht drin, ob man hier alle hat.
Dann könnte ich auch nochmal auf die Rachefürstin gucken, ob da was mit dabei ist. Ja, genau, nochmal bei der Rachefürstin. Ja, okay. Dann würde ich zumindest gucken, was wir bekommen hätten haben können. Weil wenn wir die Rüstung nicht komplett haben, ist es auf jeden Fall komplett useless. Wie es aussieht. Ich meine, wir können wahrscheinlich eine coole Fähigkeit bekommen damit und eine richtig starke Rüstung. Welches fehlt? Ich vermute halt, dass der Gürtel fehlt. Ich meine, es ist 4 von 5 und alles außer Gürtel habe ich an. Hi-ho, Truhe. Was gibt's Schönes hier drin? Okay, haben wir die Schuppenrüstung, Todesfässer, Sachen zu identifizieren. Da habe ich irgendwann mal eine Truhe gepackt habe, das ist durchaus denkbar. Implantrüstung, das glänzende Band. Also es müsste, oder, nicht, ich hab hier Beine sind noch, die Beine fehlen. Ne, warte, sorry, falsche Person. Nein, Beine habe ich. Spuren des Tyrannen. Ist es das? Tyrann ist was anderes tatsächlich. Ja, Tyrann habe ich einige. Also ich habe Maul, ich habe Herz, ich habe Handschuhe, ich habe Schritte und Eminenz. Wait a second, es sind noch 5 Schritte. Ah, das ist Zerstörung, nicht verstehen. Nee, Handschuhe fehlen noch. Handschuhe habe ich gar keinen da. Handschuhe. Das ist Tyrann. Das ist Geier. Ach, dammit! Come on, das ist doch jetzt belastend. Warte mal, könnte man das nicht theoretisch googeln, wo das ist? Müsste. Handschuhe des Verschlingers, dementsprechend. Yes. Ja. Handschuh des Verschlingers. Ability 2. Okay, Artefakte. Nee, nicht das Tyrann. Hunger from Beyond. Okay, gehen wir mal direkt aufs Englische. Ja, agree, Cookies und so. Kekse. Also, Pistol, Mace, the Tower, the Cursed Chest, you can find the War's Claws. Genau, die Clown des Devourers ist noch. And find the note of the adventure, read it to acquire this quest. Past the Gargoyle's Mace. Okay, da waren wir. And enter the Tower of Brockus Rex, in a Cursed Chest. Die haben wir nicht aufbekommen. Wir haben diese Cursed Chest, glaube ich, nicht aufbekommen. You can find the War's Claws. You can also learn more clues from the Voice of Flame. Weil Reaper's Coast hatten wir auf jeden Fall. Mhm. Ah, klar, ich meine die Clown, die da drin sind. Wir hatten das gemacht. Den Rest haben wir alles. Da bin ich mir sehr sicher. The War's Strength courses through this armor boost in level 20. Ja, bis jetzt ein bisschen spät. Jetzt kommen wir nicht mal wieder hin. Ah, segnen. Ja, auf die sind wir nicht gekommen. Ja gut, dann lass uns den Big Bad Dragon zusammenschlagen, I guess. Stimmt, da brauche ich jetzt auch nichts verkaufen. Ja, lass uns den Big Bad Dragon zusammenschlagen. Gefällt mir alles mehr, klar. Als jetzt irgendwie ein paar arme Geister zu hintergehen, die von dem Drachen unterjocht wurden. Aber wir hätten noch mehr unterjochen können. Sein können. Somehow like a major dick move, not just a small dick move. Ja! Ja, das wäre es gewesen. Und es wäre okay, wenn es wenigstens ein schwieriger major dick move gewesen wäre. Irgendetwas, was umständlich gewesen wäre, aber witzig. So ist es halt einfach nur, ey, wenn du jetzt nicht gegen den großen bösen Drachen kämpfst, dann kriegst du Zeug. Wir haben literally das komplette Spiel lang diese Dinger zusammengesammelt. Ich musste mehrere Sachen bestehen, damit er mich nicht sofort umbringt. Und das war schon nicht einfach. Aber die Rüstung kannst du auch vollständig haben, wenn der Drache geboxt wird. Oh. Well! Yes! In that case. Ich frage mich, ob man dann halt auch den Drachen hätte noch beschwören können, aber ich habe halt keine Fähigkeit gefunden. Das wäre halt auch richtig geil gewesen, das Ding beschwören, dann kämpft der mit oder so. Die Optionen wären geil gewesen, ich hätte es halt gerne jetzt so weiter herausgefunden, aber ja, Mensch. Mhm. Ist halt so.
Ich hätte zumindest noch gern gewusst, als Minimum, was diese Fähigkeit des Verschlingers jetzt wäre. Du wirklich ein Überleben nimmst, kannst du nicht. Was kann ich nicht? Na, den Drachen beschwören. Ach so, okay, schade. Also kannst du nicht, okay, dann kann ich halt nichts, okay. Jetzt sind wir so toll, wenn die 3 Sekunden Delay hat, nicht im Kopf schon komplett bei einem anderen Thema bin. Aber weißt du zumindest, YourFan05, was. Darf ich nicht, er wird einfach mein Ventilator nennen? Egal. Mein Ventilator. Also, weißt du, was die Fähigkeit machen würde, die man da bekommen hätte? Hast du das schon mal geschafft, schon mal gemacht oder so? Und wie stark die gewesen wäre? Einfach eine komplette Erklärung davon. Dann, ich glaube, wenn du da auf Hunger from Beyond klickst, den Link, den er da geschickt hat, kriegst du auch eine Erklärung. Wow, es hatte gerade den Chat geschlossen, als ich das in einem Tab öffnen wollte. Nice, danke. So, dann. Ja, auf der Seite war ich halt auch genau der. With all my people gathered, interact with the spirits again. The place of longing the last two Garden of Consultates. Ja, okay, haben wir. You have the option to resist it. For every vision you do not resist, your main character will hits by one round of Shackles of Pain. Ah, okay, gut. Ja, würde ich erstmal nicht weiterlesen, weil wir ansonsten hier vielleicht zum Weiterspoilern.